Unglaublich! Der Internationale Währungsfonds greift jetzt Bitcoin an und ist mal so richtig angepisst, die Elite zittert, Zentralbanken hassen Bitcoin und jetzt kann es auch der Internationale Währungsfonds nicht länger verschweigen, dass sie hier den Krieg gegen Bitcoin gestartet haben und hier wirklich Panik vor Bitcoin haben. El Salvador, die bekanntlicherweise massiv auf Bitcoin setzen, werden jetzt vom Internationalen Währungsfonds massiv erpresst. Wir schauen uns die neueste Rede vom Internationalen Währungsfonds an, die es wirklich in sich hat. Der Internationale Währungsfonds gibt zu, dass ein Hauptgrund dafür, dass er Gelder für El Salvador zurückhält, darin besteht, dass er Bitcoin nicht mag und die Tatsache, dass die Regierung es in ihre nationale Reserve aufgenommen hat. Das ist wirklich der Oberhammer. Jeder, der sich hier für Bitcoin positioniert, wird hier aus dem Internationalen Währungsfonds ausgeschlossen. Der Internationale Währungsfonds ist nichts anderes wie eine Superbank, die im Endeffekt hier verschiedenen Ländern Kredite vergibt. Und jeder, der hier nicht nach den Richtlinien vom Internationalen Währungsfonds spielt, der wird hier erpresst. Manche Leute wie Alex die gehen sogar so weit und sagen, dass das hier monetäre Sklaverei ist, das, was hier der internationale Währungsfonds macht. Ganz, ganz viele Menschenrechtsaktivisten warnen vor dem internationalen Währungsfonds, weil es hört sich erstmal immer sehr, sehr gut an, dass man hier Kredite bekommt. Aber in der Hintertür und hintenrum werden dann Bedingungen gesetzt, die hier wirklich teilweise knüppelhart sind und nicht wirklich förderlich sind für solche Länder. Dann nimmt man meistens auch relativ monetär schwache Länder in den internationalen nationalen Währungsvorgibt, denen dann hier Krediten und macht sie dann zu Sklaven, nicht hier physische Sklaven, aber monetäre Kreditsklaven. Das ist so ähnlich, wie wenn man kleinen Kindern Süßigkeiten gibt, die freuen sich auch erstmal und sagen, juhu, jetzt habe ich hier lauter Süßigkeiten, dann werden aber die Kinder abhängig von diesen Süßigkeiten und dann können die Händler, die diese Süßigkeiten ausgeben, die Preise beliebig erhöhen, können hier vielleicht sogar Bedingungen aufsetzen und dann sind hier die Kinder abhängig von diesen Süßigkeitenhändlern und so ähnlich ist sie auch beim Internationalen Währungsfonds, nur dass es hier keine Süßigkeiten sind, sondern dass hier Geld nach außen gegeben wird und das ist hier die Süßigkeit und dann steht hier eine große Abhängigkeit. Und jetzt hört mal bitte ganz genau zu, was hier in dieser Rede vom internationalen Währungsfonds enthüllt wird, weil das ist wirklich der Knaller. Um, so, on El Salvador, uh, IMF staff have ongoing um, an ongoing engagement with the Salvadorian authorities, and the objective is to reach agreement on a new IMF-supported program uh, that would uh, help with uh, the Macroeconomic stabilization and adjustment, and also uh, growth enhancing reforms. Um, ongoing discussions are focused on policies to strengthen reforms that can be used to boost productivity and economic governance. Um, addressing risks arising from Bitcoin um, is a key element of, of these discussions. And of course, the goal is. Um, for the fund to be in a position to support a credible and well sequenced policy package that is uh, designed by the, uh, by the authorities. Habt ihr das gehört? Und es wird nachher sogar noch krasser. Aber sie geht hier erstmal darauf ein, dass hier natürlich der internationale Währungsfonds hier erstmal die Ökonomie in El Salvador stabilisieren soll. Und erstmal wird hier gut drüber geredet, dass hier der internationale Währungsfonds so gut ist und wir hier die Beziehung zwischen El Salvador und dem internationalen Währungsfonds stärken wollen, bla 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 und so weiter. Dann kommt aber hier der entscheidende Satz und der hat es wirklich in sich: Addressing risks arising from Bitcoin. Also sie wollen hier über die Risiken sprechen, die hier von Bitcoin kommen. Und dann frage ich mich hier, welche Risiken sie hier wirklich meinen. El Salvador hat massiv profitiert, seitdem sie hier Bitcoin eingeführt haben. Da können wir später auch noch drauf eingehen. Aber das ist doch wirklich knallhart, dass hier bei Kreditverhandlungen über die Risiken gesprochen werden muss, die hier von Bitcoin kommen. Und da weiß man schon ganz genau, dass hier darauf geframed wird, dass hier Bitcoin ganz, ganz gefährlich ist, ganz, ganz schlecht ist. Und dann werden irgendwann die Bedingungen hier aufgelegt. Hey Ihr könnt noch Kredite von uns bekommen, aber nur, wenn ihr eure Bitcoin verkauft, wenn ihr nicht eure Bitcoin-Strategie weiterführt, wenn ihr hier keine Bitcoin-Bildung macht, wenn ihr die Leute hier im Schatten stehen lasst und die Leute hier nicht aufklärt über den Fiat-Scam, der hier weltweit stattfindet mit dem US-Dollar, mit dem Euro und so weiter, wie Leute hier tagtäglich ihre Kaufkraft verlieren. Wenn man das hier proaktiv anspricht, dann fliegt man hier aus dem Internationalen Währungsfonds. Das ist knüppelhart, aber glaubt mir, es geht jetzt noch viel weiter. Hört euch mal hier diese Szene an. Um, with respect to the, the details on, um, on Bitcoin, what we have recommended is a narrowing of the scope of the Bitcoin law, strengthening the regulatory framework and oversight of the Bitcoin ecosystem and limiting uh, the public sector exposure uh, to, uh, to Bitcoin. Unfassbar, was the Internationale Währungsfonds for Bedingungen auflegt, das sind ja schon fast Knebelverträge. Die hier geschlossen werden, obwohl das natürlich hier keine offiziellen Vertragsdetails sind. Hier wird gesagt, Narrowing the Scope of the Bitcoin Law. Also das Bitcoin-Gesetz in El Salvador soll zurückgefahren werden. Und das Bitcoin-Gesetz sagt nichts anderes, als dass Bitcoin hier offizielles Zahlungsmittel ist. Ich meine, will man jetzt hier El Salvador verbieten, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel zu akzeptieren? Es hört sich fast schon so an. Und das ist ja hier wirklich Sozialismus im Endstadium, wenn hier von zentralen Regierungen oder von, nicht zentralen Regierungen, aber von zentralen Machtorganen hier vorgegeben wird, wie El Salvador hier im Endeffekt seine Politik zu tun und zu lassen hat, dass man hier jetzt Bitcoin nicht mehr als offizielles Zahlungsmittel annehmen darf, so habe es zumindest ich verstanden, kann auch sein, ich habe es hier falsch verstanden, dann wird darauf eingegangen, dass hier die Regulatorik gestärkt werden soll, also das wird im Endeffekt das Korsett enger gedrückt, dann tut man im Endeffekt hier Bitcoin in ein Fiat-Korsett reinquetschen, dann gibt es vielleicht Kapitalkontrollen oder macht man zum Beispiel verstärktes KYC, ich weiß es nicht genau, was hier mit der Regulatorik gemeint würde und dann das Letzte, das ist hier wirklich auch der Oberhammer. Und dann hier das letzte: Das ist wirklich auch hier die Oberkanone, Limiting the Public Sector Exposure. Und mit der Exposure könnte hier gemeint sein, die Bitcoin-Bestände, die hier El Salvador aufgebaut hat. Bitcoin, El Salvador hat hier mittlerweile über 5700 oder 800 Bitcoin aufgebaut. Und wenn man hier natürlich jetzt sagt, ihr müsst auch eure Bitcoin-Exposure hier runterfahren, und dann wäre das hier wirklich, wie Alex Gladstein das immer auf den Punkt bringt, nichts anderes als Modern Debt Slavery. Also moderne Kreditsklaverei, wenn man hier wirklich hier so das Korsett eng zwängt. Und das sieht man einfach mal, wie hier die Elite zittert. Weil ich meine, wenn Bitcoin wirklich so unbedeutend ist, warum müssen sie dann so dagegen schießen? Wenn Bitcoin so irrelevant ist, wie es zum Beispiel auch die Zentralbanken sagen, warum muss man dann gegen Bitcoin schießen? Die EZB hat noch einen Artikel rausgehauen vor ein, zwei Jahren, von wegen Bitcoin wird in der Irrelevanz verschwinden. Aber wieso so macht... Christine Lagarde Panik. Wieso beantwortet Christine Lagarde keine Fragen zu Bitcoin? Da gab es ja schon neulich auch eine Diskussion im EU-Parlament, wo sie aktiv ausgewichen ist auf die Frage gegenüber Bitcoin. Jetzt sehen wir hier den Internationalen Währungsfonds, der nicht ausweicht, aber der aktiv hier gegen Bitcoin schießt. Ich weiß nicht, ob man hier sogar schon von Bitcoin-Krieg sprechen kann, weil das sind hier wirklich Dinge, die hier angesprochen werden, die wirklich knallhart sind und definitiv hier zur Einschüchterung von El Salvador dienen sollen. El Salvador hat jetzt genau zwei Möglichkeiten, wie in diesem Bild hier dargestellt. Entweder sie bieten ihre eigenen Volcano-Bonds an. Oder sie machen hier die IMF, also die Internationalen Währungsfonds, Loans und nehmen hier die Kredite vom Internationalen Währungsfonds. Mittlerweile steht der El Salvador so gut da, dass sie fast kein Fremdkapital mehr brauchen. Und Bukele wollte, glaube ich, sogar bis nächstes Jahr hier frei sein vom Internationalen Währungsfonds. Also der Präsident von El Salvador ist sich hier der Gefahr vom Internationalen Währungsfonds sehr, sehr bewusst und will sich auch hier definitiv abkoppeln. Und jetzt zittert halt hier der Internationale Währungsfonds, weil was passiert, wenn das auch andere Länder machen? Was passiert, wenn es Argentinien, Macht. Was passiert, wenn das andere Bitcoin-Nationen machen, Bhutan oder whatever? Ich meine, Bhutan hat, glaube ich, keine Kredite vom Internationalen Währungsfonds. Bei Argentinien bin ich mir gerade auch nicht sicher, aber wahrscheinlich werden die auch irgendwelche Loans haben hier vom Internationalen Währungsfonds. Was passiert, wenn das ihren Ketteneffekt auslöst und immer mehr Länder hier weggehen vom Internationalen Währungsfonds? Sefidin Amus bringt es auf den Punkt. Er sagt, Bitcoin hat sehr, sehr viele amazing, also abartige Features. Aber das Ober-Amazing-Feature, also das geilste Feature oder einer der geilsten Features von Bitcoin ist, dass es den Internationalen Währungsfonds absolut überflüssig macht. Und das ist einfach absolut auf den Punkt getroffen. Lina Seiche ergänzt hier, der Internationale Währungsfonds will Risiken angehen, die durch Bitcoin entstehen. Bitcoin-Nutzer wollen Risiko angehen, die durch den Internationalen Währungsfonds entstehen. Wir sind nicht gleich. Also Bitcoiner haben hier ein anderes Ziel als der Internationale Währungsfonds. Der Internationale Währungsfonds will uns abhängig machen. Bitcoin will uns unabhängig machen. Das sind zwei komplett verschiedene Ansätze. Was hier auch noch sehr interessant ist, die Frage, warum hier El Salvador überhaupt Kredite vom Internationalen Währungsfonds hat. Wenn ich das hier richtig recherchiert habe, dann sind es hier noch Loans, also Kredite, die teilweise bis 1980 zurückgehen, wo El Salvador hier wirklich sehr, sehr tief der, ja, im Dilemma stand, also dass es hier wirklich nicht so gut war und dass es hier teilweise, ja, Kriminelle und so weiter gab und ihr kennt alle die Vorgeschichte von El Salvador, dass es hier teilweise war, also hier Bürgerkrieg und so weiter gab und es sind hier tatsächlich noch 85 Millionen scheinbar, die von der Zeit aufgenommen worden sind. Wahrscheinlich sind auch noch zusätzlich andere Loans dazugekommen, aber das ist hier tatsächlich von Sam Callahan eine Ergänzung, der im Endeffekt hier klarstellt, dass diese Loans schon ganz alt sind und teilweise natürlich immer wieder refinanziert wurden oder jetzt wahrscheinlich nicht auch irgendwann neu refinanziert werden müssen. Außer natürlich El Salvador kann die komplett abzahlen, aber man kann sie natürlich aus so einer Schuldenspirale nicht so einfach rauswirken. Das braucht natürlich Zeit. Aber Bukele will sich natürlich hier immer weiter unabhängig machen vom Internationalen Währungsfonds. Ich finde das wirklich der Oberhammer, was hier abgeht. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt noch eine massive Empfehlung für euch. Und zwar benutze ich für alle meine steuerlichen Angelegenheiten, was Bitcoin und Krypto betrifft, beziehungsweise eigentlich nur Bitcoin, benutze ich Cointracking, das wirklich beste und einfachste Steuertool, das es hier auf dem deutschsprachigen Markt gibt. Zumindest meiner Einschätzung nach, hier kann man Steuerreports für Bitcoin machen. Man kann auch sein Portfolio tracken. Also, es ist natürlich auch ein sehr, sehr genialer Portfolio-Tracker. Man sieht, welche Coins in der Steuerfrist sind, welche Coins sind schon aus der Steuerfrist draußen. Und es erleichtert einem einfach hier das Leben. Und mit dem Code BTC Hotel bekommt es sogar noch einen Rabatt auf die Abonnements hier bei Cointracking. Und wenn ihr noch Bitcoin kaufen wollt, schaut gerne bei 21Bitcoin vorbei. Mit dem Code BitcoinHotel bekommt ihr hier auch nochmal bis zu 20% auf die Gebühren beim Kauf von Bitcoin. Link befindet sich ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Was sagt ihr hier zum massiven Angriff vom Internationalen Währungsfonds? Lasst mich dies wissen. Bis dann. Peace out.